Alter, erstmal das Tempo wieder gewöhnen, ey. Der ist halt wahnsinnig schnell unterwegs. Was? Ich bin falsch gelaufen. Lauf, Junge, lauf. Lol. Ich stand einfach da drunter. Oh Gott, wie dumm bin ich eigentlich? Ah Gott, ey, wie dumm bin ich denn? Schade. Öffnen. Ich kann das einfach mit der Hand abmachen. Alles klar, Leute. Damit sind wir wieder im Rennen mit Cryo 4. Ich möchte es unbedingt zu Ende spielen. Gerade viel entspannter als SCP. Immer noch entspannter als SCP. Gerade da liegt irgendwie eine Notiz oder so. Ups. Natürlich. Habt ihr gerade was gehört? Ich hoffe doch, das ist nur das Wasser. Bevor ich da jetzt lang gehe. Ach nee, das sah gerade nur so aus. Die habe ich gesucht. Schade. Man weiß ja nie. Ich jetzt? Soll ich da etwa hoch? Offensichtlich. Ja. Ich laufe hier erstmal überall gegen. Oh, warte, da ist eine Treppe, oder? Ah, das ist nur die Wand hier, die so aussah, als ob.
Sieht mir fast nach Half-Life 1 aus. Okay. Ist aber... Ich wollte gerade sagen, da steht doch irgendwas. Ist aber halt kein Half-Life. Ich... Nicht explodieren. Och, Menno. Okay. Wir haben eine neue Waffe. Und ich weiß sie zu schätzen. Oh nein. Oh nein. Moment. Okay, damit habe ich noch Muni. Wie wäre es mit einem fröhlicheren Spiel? My Little Ponys. My Little Pony zum Bleistift. Heute ist Horrormittwoch. Wir haben Horror-M eingeführt und wir werden Horror-M durchziehen. Schade. Das ist Magazin für die neue Waffe. Nicht für die, die wir jetzt schon haben. Boah, ist das ein großes Teil, ey. Schade. Ach, Friedhof der Kuscheltiere dann? Nee. Aber so verdammt groß finde ich das Teil jetzt gar nicht. Ja, was soll ich denn dann hier... Ah, nein, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich sehe schon. Und hier ist nichts zum Speichern. Muni. Okay, da scheint nichts weiter zu sein. Autsch. Du? Sang hoch mit dir? Jetzt ist Friedhof der Kuscheltiere als Spiel. Alter, wieso bin ich jetzt so unfähig da wieder hoch? Erhol dich schneller. Ich trinke dazu etwas.
Habe damals Phantasmagoria-Spiel gespielt. Horror Point and Click mit realen Personen. Alles klar. Hallo? Lässt du mich jetzt auch mal hier hoch? Hallo, spielen. Was soll das? War die Waffe etwa im Weg? Oder was ist los? Du, sorry, aber deine Waffe ist zu schwer in der Hand. Und den Rucksack, da ist sie zwar. Ist sie zwar nicht leicht, aber da kannst du wenigstens rüberspringen. Soll ich jetzt rüberspringen? Dahin oder dahin? Oder keins von beiden? Ups. Sie. Rechts, also soll ich dahin? Macht auch Sinn, da ist ja die, ne, der Übergang, aber Moment. Ups. Ich lade den, glaube ich, noch mal neu hier. Ich habe schon wieder so viel Leben verloren. Verlaufen. Rechtsklick, nicht linksklick. Dann gerade so, als würde hier irgendwo irgendjemand an irgendetwas anderes ran rumkloppen. Und es waren nicht wir. Nein, rechtsklick. Yep.
Mensch. Ups. Ach, das ist... Jetzt checke ich erst, was das für eine ist. Oh, 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 oh. Was? Oh Gott. Wäre es mit das Ding nach dem gleichnamigen Film? Was? Ich kenne ja nicht mal diesen Film. So? Ach so, der ist schon wieder. Trinken wir eine Runde. Geh doch rein da. Okay, lad dich auf. Was für Horrorspiele hast du denn bisher durchgespielt? Es geht darum, die auch mal durchzuspielen. Hust, hust. Nein, ich habe tatsächlich eins durchgespielt, das ist auf YouTube zu finden. Ja. Außerdem, warte eine Sekunde. Also. Emily Wants to Play fehlt noch. Oh Mann. Hänge ich in der letzten Runde, aber ich schaffe das einfach irgendwie nicht. Ich bin zu doof dafür. Horror of the Deep bin ich ja momentan dran. Resident Evil 5 und 6 habe ich durchgespielt. Dann... Alone mit Fragezeichen habe ich durchgespielt. Blameless habe ich durchgespielt. Bei Kane bin ich mir gerade nicht sicher, ob das ein Horrorgame ist. Steht hier jedenfalls nichts mit bei. Falls ja, habe ich durchgespielt. Clownhouse habe ich durchgespielt. Disillusions Manga Horror habe ich durchgespielt. Disturbed habe ich durchgespielt. Aus Albtraum ist, glaube ich, auch ein Horrorgame, habe ich durchgespielt. Fear in Hospital habe ich durchgespielt. Garden of Oblivion, weiß ich nicht, ob das ein Horrorgame ist. Ich glaube, ja, habe ich durchgespielt. Labyrinthine oder Labyrinthine, wie auch immer, habe ich durchgespielt, ja. Layers of Fear habe ich durchgespielt. Little Nightmares, den ersten Teil, habe ich durchgespielt, aber ich glaube, das ist nicht wirklich ein Horrorgame. Und das war's. Ich hatte aber noch eins durchgespielt. Das findet man auf YouTube, aber ich weiß gerade den Namen nicht. Ich habe gerade echt den Namen nicht mehr im Kopf. Alter.
zu. Besser. So, wie soll ich jetzt darüber? Oh Gott, ich hab's ganz knapp geschafft. Aber ich hab's. Ernsthaft? Oh Gott sei Dank, ey. Und gut, habe ich das geschafft. Stimmt. One Late Night heißt es. Ja, das habe ich auch schon durchgespielt, das Spiel. Das habe ich auch durchgespielt. Oder? Nee, warte. Nee, One Late Night habe ich nicht durchgespielt. Nee, nee, das steht auch auf der Liste, aber das habe ich noch nicht durchgespielt. Jetzt gucke ich selbst einmal nach. Doch, One Late Night müsste. Kidnapped habe ich noch durchgespielt. Kidnapped habe ich auch noch durchgespielt. Das passt doch. Ja, doch, One Late Night habe ich auch durchgespielt. Doch. Stimmt, tatsächlich habe ich auch durchgespielt. Heritage heißt das Spiel, was ich ganz im Kopf hatte. Heritage habe ich auch durchgespielt. Heritage, One Late Night. Joa. Die findet man halt nur auf YouTube. Datarune habe ich durchgespielt, aber das habe ich auch im Stream durchgespielt und da weiß ich jetzt nicht, ob das ein Horror-Game wirklich ist. Aber durchgespielt habe ich's. So, soll ich denn jetzt so einen Sprung schaffen? Also ich glaube, ich soll da schon durchaus rüber. Aber wie schaffe ich denn jetzt diesen Sprung? Was? Wieso gute Nacht, Foxy? Ohne gehst du schlafen? Ja, dann schlaf gut und mach was Schönes. Sie geht pennen, ja, und wieso schreibt sie es nicht? Ich war gerade voll verwirrt. Dann schlaf gut, Foxy, und mach was Schönes. Dann halt so rum. Wieso schreibt Ronin hier rein, gute Nacht, Foxy, wenn sie es selbst nicht schreibt, hä? Ich war gerade voll verwirrt.
Discord schön und gut, aber ist es nicht trotzdem logischer, wenn sie erst schreibt, gute Nacht, und wir ihr dann gute Nacht wünschen? Okay. Versuch Nummer zwei. Ich werde mich nicht heilen. Entweder ich schaffe den Sprung oder ich sterbe. Kein Akrobatik-Skill? Ich kann hier gar nichts skillen, also... No risk, no fun. Ganz genau, Foxy. Racer meine ich. Gott, ihr habt beide die gleiche Farbe bei mir. Aber Foxy ist ja schon schlafen gegangen. War auch nur Spaß. Ja, ja. Hey Junge, heul nicht rum. Du schaffst jetzt diesen Sprung oder stirbst? Überleg es dir. Du hast erst geheilt, wenn du drüben bist. Also komplett drüben bist, da wo ich hin soll. Okay. Sowas geht auch ohne Ziehen, Leute. Also wie das aussieht, soll ich hier nicht weiter nach links. Kann man, wenn man schreibt, irgendwie die Vorschläge von Twitch ausblenden? Das nervt nur noch, wenn man, wenn man schreibt. Was? Fehlt ein F? Was? Wie? Wo fehlt ein F? Oh, Zitat aus Prince of Persia. Laufen, springen, sterben, wiederholen. Laufen, springen, sterben, wiederholen. Hey, ich glaube, ich habe den Dreh durch. Ja, ganz genau. Prince of Persia, das muss ich auch mal wieder spielen. Möchte ich auch mal wieder spielen. Und Racer, ich glaube nicht, ich habe keine Ahnung. Mein Gott, ich habe es geschafft. Und gleich werde ich erschossen. Oder so. Nein. Ich nutze ja fast keine. Darf ich auch mal. Es tut mir leid, Racer. Ich kann hier raus, oder? Okay, ich soll raus. Ich soll hier raus. Na schön. Auf geht's. Prince of Persia, The Sand of Time, Warrior Within und The Two Thrones. Dazu noch The Lost Sand. Okay. Prince of Persia ist allgemein einfach nur ein gutes Spiel.
Okay, wir haben nichts irgendwie in der Nähe oder so. Apotheke Urnen. Okay. Da brennt Licht. Da brennt Licht. Door is locked. Oh, wie, ich kann hier rein. Das freut mich so gar nicht. Warte mal. Habe ich nicht eine Munitionspackung verpasst? Jetzt erkenne ich das Game erst wieder. Okay. Als Zwischenprojekt dann noch das comichaftige Prince of Persia. Ach so. Was mit der Serie da nichts mit zu tun hatte. Ich spoiler lieber nicht, aber es wird heftig. Ich weiß, dass es noch heftig wird. Ich kenne das Spiel selbst. Ich habe es halt nur noch nie selbst gespielt, sondern nur zugesehen bisher. Aber ich weiß, dass ich irgendwo Munition übersehen hatte. Das ist jetzt echt doof. Ich brauche diese Munition. Also Spoiler werden trotzdem unangebracht, weil, ja, auch wenn ich das meiste von dem Spiel bisher gesehen habe, heißt es nicht, dass ich das alles kenne. Verdammt. Keine andere Wahl, ich brauche das Muni. Heftiger als eine random Gruppe in Left 4 Dead 2 zu versagen? Das weiß ich jetzt so nicht. Weißt du, dass ich irgendwo da ein Magazin übersehen habe? Das kann jetzt was werden mit den Sprüngen. Racer kennt Left 4 Dead 2 nicht. Passt ihr, dass ich das noch spielen möchte? Left 4 Dead und Left 4 Dead 2. So, jetzt erhole ich erstmal. Naja, ich und Horror Games. Ja gut, ist auch nur Unfassmophobia. Mehr brauche ich doch nicht zu wissen. Okay, ich hoffe, ich stehe richtig. Ja, perfekt. Ich stehe tatsächlich richtig. Ja, doch, ich das hasse. Zombie-Apokalypse von Punkt A nach Punkt B durch Zombie-Horden schnetzeln und sicher ans Ziel zu gelangen. Ja, gut. Die Zombie-Spiele sind was anderes. Na, kommt mal drauf an, würde ich sagen. Okay, ihr dürft entscheiden, welche Waffe soll ich nehmen. Ich habe vier Stück zur Auswahl. Einmal die VP-70, einmal die Remington 870 oder auch einfach Shotgun, unsere Glock oder unsere Sniper. Welche soll ich nehmen? Jeder K hat nur bestimmte Fähigkeiten und die Zombies unterscheiden sich auch hier und da. Also nicht nur Zombie-Apokalypse, sondern auch noch Zombie-Apokalypse-Denkspiel. Glock, also die Schwächste.
Moment. Nee, warte, das ist, so. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich hoffe, ich bereue es echt nicht. Das hoffe ich jetzt echt. Racer, wie geht ihr denn? Das hat gerade überhaupt nichts. Wo bin ich? Dann frag nicht. Hab ich aber. In der Hoffnung, ihr sagt mir das Richtige. Cool, ich hab einen Hui gefunden. Und freigeschalten. Was jetzt die Frage aufwirft. Schon irgendwo Kleidungsstücke, die ich dann verpasst habe. Schau. Ja, schaff ich es nicht. Schaff ich es nicht hoch. Was ist das für ein Auge? Wieso? Was ist das? Ah, das. Oh, wow. Das sieht tatsächlich recht gut aus. Was ist das? Hat das Bart? Okay, ich nehme es zurück. Majestätisches Pferd, welches gar nicht mal so schlecht aussieht, mit einem ellenlangen Bart. Koda! Erinnert mich an Novus Inceptio mit der Coda. Oh Gott, auf die Tür. Ich wusste nicht, dass ich was ändern konnte. Ist das Perma? Nein, nur für 24 Stunden. Okay. Mother the Pony, weiß gerade nicht, wie das dunkle... Alter, was hat das denn gerade los? Das dunkle Pony hieß Nightmare Moon, meinst du? Und das Pony heißt Luna und das ist Prinzessin. Prinzessin des Mondes. Also ihr eigentlicher, also ihr richtiger Name ist Luna. Und sie heißt aber Nightmare Moon, weil sie so neidisch auf ihre Schwester war, dass sie sich halt zu Nightmare Moon entwickelt hat, sozusagen. Ein Schraubendreher. Natürlich kenne ich mich aus, ich habe jede einzelne Folge durchgesucht. Das heißt, ich habe jede einzelne Folge gesehen und jede einzelne Staffel durchgesucht und so rum. Das ist eine, wenn ich mich nicht auskennen würde. Prinzessin Celestia ist die Prinzessin der Sonne. Auch den Film, den habe ich bisher noch nirgendwo gefunden, wo ich den auf Deutsch problemlos sehen kann. Sonst hätte ich den auch schon hinter mir. Ich habe aber, also. Verdammt. Ich möchte nicht loswerden. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich wahrscheinlich die VP70 weglegen oder die Glock. Also wie gesagt, ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den Film zu sehen. Hab ihn auf Netflix gesehen, klingt zwar komisch, habe ich aber. Nicht Netflix, Amazon meinte ich. Ich wollte gerade sagen, auf Netflix gibt's den gar nicht. Auf Amazon könnte ich natürlich mal schauen, weil ich habe ja momentan das Amazon Prime aktiv. Aber ich hätte auch Disney Plus. Gott, ich habe noch gar nicht geschaut, ob ich noch Disney Plus schauen kann. Zweifle ich zwar, aber versuchen kann ich das. Ich kann nicht auf Netflix, das weiß ich nicht. Das kannst nur du uns sagen. Das hier ist die Tür, ne? Ja. Okay. Die wird safe gleich wieder verschwunden sein, genauso wie das Messer letztens. Ich nicht rein. Hat man keine Dinge? Okay, die Pistole sieht noch da. Wie geil. Ja, schon. Schade, die ist nicht mehr dran ausgerüstet mit der 2. Nein, nicht kombinieren. Nicht kombinieren. 2. Ach genau, das war's.
geil, das funktioniert auch. Verdammt nochmal, nein. Okay, du hast noch einen Hund mit, eine im Bett. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade viel. Die habe ich, glaube ich, noch mit am meisten Muni. Gott, aber mit dir habe ich auch so verdammt viel Muni. Ja, stimmt, ich habe die beiden nicht mehr drin. Kann man dir ja sicher welche holen, oder? Glaub ich ja. Erinnert mich an Skyrim, wenn das Inventar voll ist und man nichts mehr aufnehmen kann. Dabei steht man doch mitten im Dungeon oder so. Shotgun-Nutzer, ja, ich liebe die Shotgun ohne Ende. Alles klar, Razor. Aber ich kann doch die Shotgun nicht mitnehmen mit so wenig Muni, oder? Was? Ich kann hier nicht mehr raus, weil ich... Natürlich nicht. Schauen, von was ich jetzt wie viel Muni habe und was dann erstmal weg kann. Wobei ich jetzt auch schon... Ne, ich krieg jetzt für alle... Ich krieg zu jeder Waffe Muni, ne? Was ist das so gut? Ach, auf einmal sieht man sie da. So. Aber so sieht man nur diesen Schatten. Okay, also. So wie das bisher aktuell aus dem Polpo einschließen. Resident Evil 1, bei der Szene, wo die Hunde durchs Fenster im Flur ins Haus gesprungen sind. Da habe ich das Spiel beendet und nie mehr wieder angefangen. Was? Was für Hunde? Ich bin noch am Anfang von Resident Evil 1 wohnen. Was für Hunde? Spoilerst du mich hier gerade zu Resident Evil 1? Echt am Anfang, wenn man mit dem männlichen Charakter nach rechts geht. Was? Bin ich bisher noch nicht. Hey, lol. Oh, achso, deswegen. Die Tür ist weg. Ist das in dem Haus am Anfang nach dem Helikopterabsturz, was? Ja. Helikopter stürzt ab und dann landest du in diesem Haus. Aber ich bin da noch nie wirklich weitergegangen, weil, ja. Hunde.
brauche einen Schlüssel. Alles noch im Erdgeschoss. Also am Anfang, als ich Jill gespielt habe, ging es nur nach links, wo ein Zombie der Leiche Zensur. Okay. Ich habe Jill bisher noch nicht gespielt. Ist eine Tür? Hä? Oh. Ist das dein Ernst, Spiel? Ich versuch's erstmal hier. Aber die Frage ist, woher stand auf einmal dieser Schlüssel? Ah, you got the glass room key. Da steht sogar schon bei. Kann es sein, dass es Unterschiede mit der alten Version und dem Remake gibt? Ich hatte noch die alte auf dem PC. Überlegt 1995 ist um den Dreh. Okay, keine Ahnung. Möglich ist es. Ja, was soll ich jetzt? Okay. Du bist einfach so still geworden. Das ist lieber nochmal liegen, würde ich sagen. Ich weiß nachher so bereuen, wenn ich die liegen lasse, ne? Die Schubkern bereue ich definitiv am wenigsten. Wie ruhig es auf einmal ist. Der Song kann wieder nach einem Post. Wurde ich schon wieder gehostet? Das wird mir nicht angezeigt. Nee, kein Host. Hä? Aber mir wird nichts angezeigt, hä? Was? Du hast gespendet? Anfrage vorbei. Steht nichts drin? Was zum Henker? So wird's mir nicht angezeigt. Dann danke schön dafür, Ronen. Ich weiß nicht, wie viel. Das wird halt nicht angezeigt. Ich öffne mal Streamlabs. Der Link läuft selber Streamlabs. Hey, so wird mir das nicht angezeigt. Ach du Heilige, 10 Euro gleich. Du bist doch verrückt. Wieso denn gleich so viel? Vielen Dank dafür, Roden, aber wieso so viel? Erstmal dein Streamlabs einloggen, war ja klar. Oh,
Oha, da wird's mir angezeigt. Today's Donations. Eine. Ach du Heilige. Aber wieso wird mir das in OBS nicht angezeigt? Da schaue ich gleich mal nach dem Stream rein. Dass ich das vielleicht. Ups. Dass ich das vielleicht irgendwie hinkriege. Dass mir das endlich wieder alles angezeigt wird, so. Eine schon nochmal. Lass ich von der Steuer absetzen. Macht mir nichts. Gehe keine Stunde für arbeiten. Was hast du für eine Stunde nun? Das möchte ich gar nicht wissen, glaube ich. Spätschicht so um die 17 Uhr. Ach du Heilige. Das ist für mich aber trotzdem recht viel Geld. Warte mal, ich soll ja jetzt, glaube ich, hier wieder runter, ne? Das Wasser klingt teilweise schon gruselig, ne? Ist er immer noch. Das hier soll ich definitiv nicht lang, würde ich sagen. Okay, ich hätte mal ahnen können, dass ich hier doch lang soll. Oh, na super. Ich versuche mal, meine Shotgun zurückzuholen. Vielleicht habe ich ja Glück. Kleinen Moment. So. Oh, verdammt. Ich sollte aufhören zu laufen. Nur zu rennen. Oder sprinten war es, glaube ich. Große Sprung ist wieder da. Schaffen wir das? Kriegen wir das hin? Wir haben es geschafft. Sehr schön. Perfekt. Wie ist das? Wird das Geld gut geschrieben für deinen Account auf Twitch oder hast du generell Zugang dazu? Würde mich interessieren. Bei der Spende geht das, glaube ich, automatisch sofort auf mein PayPal-Konto, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auf das Geld könnte ich wahrscheinlich morgen schon zugreifen. Theoretisch. Okay, dann verstehe ich das mit Kong und Co. Was inwiefern? Meistverdienten Streamer, achso. Sie sagt, das geht
dann meines Wissens nach direkt auf April. Welche Tür muss ich jetzt denn... Achso, die Tür war richtig, okay. Das war jetzt richtig. Das ist eine kleine Pistole. Wie gesagt, das Geld sollte meines Wissens nach direkt auf einem PayPal-Account landen. Okay. Und jetzt zum Beispiel, ja, es landet halt auf dieses, ist richtig. Auf das, ach Gott, auf hier den Twitch, auf das Twitch-Konto. Und wird dann ausgezahlt, sobald ich die 100 Dollar erreicht habe. Und dann wird das halt auch umgerechnet in Euro. Was bedeutet, ich kriege für ungefähr irgendwas mit 100 Euro. Also, ganz knapp über 100 Euro, irgendwas, Euro, Dollar, irgendwas mit 80 Euro ausgezahlt. Ach ja, richtig. Ist das nicht die Sicherung hierfür? $9 und bei 10 Euro, so wie es aussieht. Okay. Dürfte auf jeden Fall hinkommen. Und nochmal speichern.